Hi ho, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben mit der Monty Rückkehr. Wir haben letztes Mal diesen Pfad hier ein bisschen gesäubert. Hier sind noch ein paar Orkhunde und Waage stehen geblieben und ich versuche hier verzweifelt das Butlerfleisch zu bekommen. Okay. Mana check, voll aufgeladen. Das ist natürlich richtig scheiße eigentlich. Deswegen werde ich einfach mal zum Spaß den Orkhund damit traktieren. Sag bloß, ich habe jetzt den Wag getroffen und es hat ihm nur ein Fünftel seiner hässlichen Lebenspunkte abgezogen. Tatsächlich. Also, langsam zweifle ich wirklich an dieser Rune. Du wartest jetzt. Ja, wo haben wir denn das Bier? So. Wow. Nichts zu holen. So, hier passt alles. Oder gibt es hier noch irgendwelche bösen Überraschungen hier gerade? Ah, was Verstecktes. Und ich muss noch mal kurz in die eine Höhle zurück, wo ich so kläglich versagt habe, letzte Folge. Denn da muss ich noch schnell was überprüfen. Ach, hier geht's auch noch rein. Aber hier ist nichts mehr, oder? Ja, natürlich. Es werden einfach mal standardmäßig Drachensnapper hingespawnt. Oder hingesetzt, eher gesagt. Na, ja, das wird schon klappen. Ja, ich muss in die Höhle zurück, denn ich glaube, ich habe beim zweiten Mal, als ich das gespielt habe, habe ich die Truhe nicht ausgenommen. Ich habe mir das Video bis jetzt leider nicht mehr angeschaut. Ja, und ich erkenne die Drachensnapper hier irgendwie gerade nicht. Oh, da ist er. So. So, du bist infiziert. Wow. Die sind aber auch mit der Bodentextur ziemlich gleich, die Viecher. Das kann man echt sehr leicht verwechseln. Deswegen sollte man nur als erfahrener Kämpfer so leichtsinnig wie ich da reinlaufen. Komm schon. Klar, für den einen habe ich gerade mal 500 bekommen, für den habe ich jetzt schon fast 850 bekommen. Ja, da merkt man es mal wieder. Wie unterschiedlich das doch hier ist. Na, jetzt haben sie schon ihr Fresschen wieder gefunden. Zusammengeknüppelt, die Biester. Da ist nichts zu holen. So, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr weiter, außer dieses Butlerfleisch. Ja, das habe ich noch in Erinnerung. Nö, hier ist wirklich nichts. Ja, gut. Ich meine, die Belohnung haben wir in Form von Erfahrung eigentlich gewonnen. Von dem her passt das ja. Ich spekuliere schon auf den nächsten Stufenanstieg, der sich in 10.000 Punkten dann bemerkbar macht. 10.000 Erfahrungen, das wird ziemlich schnell gehen. Okay, dann lasst uns mal gucken, ob ich die Truhe wirklich vergessen habe. Thank you.
war die denn nochmal? Ich glaube hier unten. Bin mir aber nicht mehr sicher, Leute. Na doch. Da war ich wohl schon. Irgendwie verirre ich mich hier gerade. Gut, wir wagen uns mal auf die nächste Etage hier hoch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ah, wieder jede Menge Viehzeug wieder. Sehr schön. Und Echsenmenschen natürlich. Eigentlich ziemlich gefährlich, was ich hier mache, mich hier so aufzuladen. Oh, wow, meine Ausdauer ist mal noch eigentlich voll da. Das ist ziemlich gut. Da muss ich die schon mal nicht aufladen. Na gut, dann werden jetzt halt mal 50 Mana draufgehen. Und ich sollte ganz dringend speichern. Das ist natürlich wieder... Jetzt hat mir das wieder zum Verhängnis, Leute. Ihr habt es gemerkt. Wieder mal gegen eine Übermacht Echsenmenschen. Also ich schaffe es immer wieder, mich in solche Situationen zu bringen, wo ich echt nicht mehr rauskomme. Jetzt habe ich jeden angekratzt bis jetzt. Keinen erledigt. Das endet mit dem Tod. Aussehen. Nee, wir rennen erstmal eine Runde weg, Leute. Das bringt so nichts. Muss erstmal wieder neue Kraft sammeln. Ich kann es wieder nicht mehr. Kein Mana mehr. Na, wie gut, dass ich wieder einen erwischt habe, den ich noch nicht belegt habe. Das ist sehr gut. So, jetzt muss ich mich wieder mühsam auf die Suche begeben nach den anderen zwei Stück. Die habe ich jetzt wahrscheinlich verloren unterwegs. Gar nicht gut. Nachher kommen die wieder von hinten. Das wäre ganz schlecht. Ja, die sind natürlich wieder zurückgekehrt.
jetzt wird's echt gefährlich. Aber auch das meistern wir hier. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal gucken, denn, ach, es ist einfach viel zu viel Mana übrig schon wieder, das ist schon wieder so eine Verschwendung, wenn ich das mache. Deswegen, ach komm, egal. Machen wir es einfach so. Ich meine, ich hoffe, dass diese Belia-Rune noch ein bisschen stärker wird, Leute, wenn ich da ein paar Seelen noch reinmache. Aber im Moment sieht es halt echt nicht gut aus, was die leistet. Nämlich fast gar nichts. Ich verstehe allerdings nicht, warum die so schwach ist. Ich verstehe es nicht. Ja, sind noch mehr. Na klar, ich bin dankbar für die Biester, aber die nerven ganz schön. So. Ja, das geht jetzt noch zwei, dreimal so, keine Sorge. Das haben wir gleich hinter uns. Boah, ja, das sind noch einige. Die nächsten werde ich mal ein bisschen vorziehen noch, dass wir gleich vier Stück auf einmal kriegen vielleicht. Die geben schon echt so hammer viel Erfahrung, das gibt's nicht. Ich bin jetzt schon echt kurz vorm Stufenanstieg wieder. Bin mal auch gespannt, was da in der schwarzen Trollhöhle da so abgeht. Ob da auch irgendein Viech ist. Ein großes, aber ich glaube, da war nichts. Wahrscheinlich sind wieder Drachensnapper drin. Klar. Wenn man einfach nicht weiß, was man gerade für ein Viech platzieren soll, platziert man einfach mal einen Drachensnapper. Der Held wird's schon machen. So, einmal... Ja, der Wein muss weg. Ich habe einen ganzen Weinkeller dabei. Das müssen wir auch mal aufbrauchen langsam. Denn so viel Bier haben wir nun nicht mehr. Hä? Warum ist das der mittlere jetzt? Okay, muss ich nicht verstehen. Egal. Wir rennen jetzt einfach voll rein. So, das war doch mal eine Aktion gerade hier. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ja, nichts zu holen. Ich würde ja auch gern das hier erwischen. Da ist nichts zu holen. Danke. Da ist nichts zu holen. Mann. So, was haben wir denn hier oben? Auf jeden Fall sind wir unserem Ziel schon ziemlich nahe gekommen. Denn hier ist diese Brücke der einzige Zugang zu diesem kleinen Abschnitt hier hinten. Weil vorne am See rechts ist ja eine Mauer gewesen. Da kann ich nicht mehr durch. Das wurde einfach zugemacht. Wahrscheinlich ist da ein Felsbrocken runtergefallen seit langer Zeit. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mich noch hier durch diese paar Ex-Menschen schnell durchhäckseln, bevor wir dann wirklich zu diesem Teil hier kommen. Aber ich sehe schon wieder, oh, und da ist doch irgendwas Großes. Oh, nur Ex-Menschen. Ja, so ist das nun mal. Nicht sehr erfreulich. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Die einzige Möglichkeit ist halt wieder wegrennen, denn magiemäßig sieht es halt echt mau aus. Feuerregen kommt echt nicht in Frage. Ich könnte meine Eislanzen noch ein bisschen verschießen, aber das kann ich halt alles erst machen, wenn ich hier wieder Mana habe.
Ich werde es einfach mal versuchen. Vielleicht hilft mir auch hier irgend so ein... Boah, das war natürlich ganz schlecht, was ich jetzt gemacht habe. Ich hoffe nicht, dass die hier hochkommen. Wenn doch, habe ich ein Riesenproblem. Das ist auch was, was nur der Held bringen kann. Er wird von 5 Echsenmenschen umzingelt. Und was macht er? Er trinkt erstmal ein Bier. So, einer fehlt mir noch. Ich weiß noch nicht, welcher das ist. Da muss ich jetzt ein bisschen wild rumklicken. Okay, und jetzt kommt eigentlich der schwierige Part in der ganzen Geschichte. Ja. Den Part, den ich jetzt überspringen werde. Alter, wie schnell sind denn die? Gibt's doch nicht. Man erwischt die Biester halt mit dem Bogen absolut nicht. Das ist das Problem. Man richtet bei denen einfach keinen Schaden an dem Bogen. Ja, der einzige Nachteil an der Waffe ist echt die Länge. Wenn man das überhaupt Länge nennen kann. So, jetzt muss ich wieder so ein 100er Elixier schlürfen, anders geht's leider nicht. So, und jetzt mal probieren, Eislanze, wie das zieht. Bestimmt gar nicht. Würde mich echt verarschen mit den Echsenmenschen, oder? Die sind ja fast gegen alles immun. Mehr oder weniger. Ich hatte eine Idee. Ja, die Idee war es nicht, mich von einem Stein behindern zu lassen. Aber ich glaube, die Idee kann ich vergessen. Wenn ich jetzt da reinrenne... Ach komm, ich wag's einfach. Vielleicht kommen sie ja wirklich nicht durch. Okay, weit gefehlt, Leute. Jetzt werden wir es aber hier unten bezwingen. Obwohl ich gerade ziemlich eingekesselt bin hier und nicht mal gespeichert habe. Ich mache schon wieder Sachen. Ich mache echt Sachen. Das ist... Ja, es ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Ich gucke jetzt, dass ich nur einen anlock. Einer bedankt sich schon, der zweite auch. Und jetzt muss ich kurz speichern. Aber der rennt schon wieder zurück. So, das muss jetzt einfach reichen, um die zu bezwingen. Es kommen zum Glück nur 2 von 3 und hoffentlich ist da der ganz angekratzte auch dabei. Ja, er ist es. Okay. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich nur noch 25 Echsenmenschen vor uns. Nein, ich glaube, es sind noch 4 Stück. Müssten noch 4 sein, normal. So viel waren das nämlich auch nicht. Ich wollte nur mal so angreifen wie er, das besser funktioniert, aber nein, das funktioniert natürlich nicht besser. Okay, es ist zwar helllichter Tag eigentlich, aber das sieht man hier eigentlich gar nicht. Die Sonne muss da irgendwie durch einen Dunst und einen Nebel durchdringen, der, naja, schon ziemlich komisch ist. Es ist hier immer dunkel irgendwie, in dem ganzen Tal. Es sieht wirklich trostlos aus hier, muss man echt sagen. Das ist so ein Ort in der Gothic-Welt, da möchte ich am liebsten nicht sein. Und auf Irdorath, das muss auch nicht unbedingt sein. Irdorath ist auch richtig hässlich. Okay, ja, das mit den 4 war wahrscheinlich noch ein bisschen untertrieben. Ich glaube, das sind noch mehr. Ah, doch, es könnten 4 sein. Okay. Die 4 werden wir jetzt einfach mal ausrotten. Wow. Mami, schnell weg hier.
Ich hoffe, dass die jetzt alle mehr hängen bleiben, dass ich die... Die Seelen sind mir jetzt eigentlich egal. Ich will jetzt nur die Viecher schnell loswerden. Ja, natürlich. Was Besseres habt ihr auch nicht zu tun. Springen die mir einfach auf den Kopf rum hier. Ah, ich habe da so einen kleinen Trick gefunden. Ich hoffe, dass der funktioniert. Put, put. Ja, ich glaube eher, dass für ihn der Trick zählt, als für mich. Nichts zu holen. So, wo sind denn die anderen gerade? Die sind wieder zurückgelaufen. Oder bleiben zumindest hier stehen. Okay. Dann ziehe ich mir jetzt noch kurz eine Heilung rein. Wie? Achso, das macht nur 20. Ich mich verschätzt. Ich dachte, das wären 25. Okay. Zwei dürfte ich schaffen, wenn es zwei wären. Alter, ich erwische aber wirklich immer den Falschen. Jedes Mal. Der muss jetzt weg. Nein, ich will den haben. Das ist im dritten Teil besser. Das ist hier echt mies mit dem Fokus. Aber... So, der ist weg. Bleiben noch zwei. Und davon hängt einer gerade. Das ist ziemlich nicht günstig jetzt. Ah, ich mache ganz schön gefährliche Sachen. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich echt tot. Deswegen speichere ich das Ganze nochmal. Ja, ich bin dem Tode nahe. Der Spruch stimmt wirklich. Uff, jetzt muss ich sogar nochmal weglaufen. Weil dann bin ich nämlich wirklich dem Tode nahe. Ich glaube, wenn er mich noch einmal trifft, oder wenn ich ihn treffe, bin ich tot. Weil die Ausdauer nicht mehr reicht. Und ich muss jetzt echt beten, dass da drin nichts ist. Weil ich gerade vor einem Echsenmenschen weglaufe, den ich überhaupt nicht sehe. Und genau für diese Situation können wir jetzt so einen Trank nehmen. Die vollständige Regeneration. Ich hätte natürlich auch einen Blutfliegestachen nehmen können, aber bis ich jetzt da runter gescrollt hätte. So, wo ist der denn jetzt hin? Okay, hier... Ah, da ist er. Nichts zu holen. Ich hoffe mal, dass ich den noch mit dem Fluch hier belegen kann. Nein, nicht mehr. Den hatte ich schon. Wehe, der hat jetzt keine Seele dabei. Ah, okay, gut. Passt. Da ist nichts zu holen. Okay. Dann schauen wir mal, was wir jetzt als Belohnung dafür erhalten, dass wir uns hier durch diese Horden von Echsenmenschen gekämpft haben. Also nochmal zur Erinnerung, hier war der schwarze Troll, oder hier ist der schwarze Troll in der Welt im normalen Korinnes. Aber ich schätze mal, da wird nicht so allzu Wertvolles liegen. Wir haben eine Goblinbeere. Jede Menge Knochen. Eine Steintafel. Und das erinnert mich wieder an die Steintafel, die ich nach der Orkramme vergessen habe. Die werde ich mir noch holen, wenn ich wieder da bin. Okay, das war eine recht einfache Truhe. Ja, die Belohnung war echt ziemlich schwach, muss ich sagen. Außer ich habe was Gravierendes übersehen. Glaube ich aber nicht. So, ja, von hier oben hat man einen schönen Ausblick. Mich würde sogar nicht wundern, wenn hier oben noch irgendwas liegen würde. Ah, guckt mal einer an, was wir hier oben haben. Ja, den verlorenen schwarzen Troll haben wir hier gefunden. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme jetzt. Ich glaube mal nicht so. Ach du Mist, das ist ja... Wie stark wird denn der wohl sein, der schwarze Troll? Das müssen wir natürlich rausfinden, Leute. Warum zum Teufel ist der hier oben? Ja, ich muss zugeben, den habe ich beim ersten Mal durchspielen nicht gefunden. Ich war nämlich gerade etwas erstaunt, dass da oben was ist.
Ich hoffe, dass ich so hier hochkomme. Speichern das mal lieber noch. Ja, das war mir so klar. Ja, es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube nicht, dass wir hier hochkommen. Vielleicht kommen wir da später erst noch hin. Das kann auch sein. Ah, vielleicht hier hoch. Okay, gut, ich verstehe es. Dann werde ich erstmal hier noch ein bisschen Unordnung machen. Nichts zu plündern. Ja, ich lade mich schon gar nicht mehr auf ausdauermäßig, weil das kann ich nicht. Das benutze ich wirklich nur, wenn ich jetzt wie zum Beispiel gegen den schwarzen Troll hier oben kämpfen muss. Dann werde ich das machen, aber jetzt so in ein paar Minikämpfen eher nicht. Obwohl wir gesehen haben, dass das gegen die Echsenmenschen eigentlich keine Minikämpfe sind. Okay, erstmal der letzte Gegner wahrscheinlich, bis wir zum schwarzen Troll kommen. Achso. Ja, da drin gibt es wieder jede Menge Skelette ins Gesicht. Das sehe ich schon. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das machen wir später. Ich will jetzt diesen schwarzen Troll hier sehen. Oh, und einen Dunkelpilz. Zwei Dunkelpilze, sogar drei. Häng nicht. Okay, wir machen uns mal auf hier hoch. Natürlich muss ich hier auch extrem vorsichtig sein, denn es kann natürlich überall ein neuer Gegner kommen. Denn hier oben war ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Da muss ich jetzt erst schauen, wie es aussieht. Wie ich da jetzt überhaupt raufkomme. Ich glaube, so kann ich es vergessen. Das ist zu steil. Allerdings kann man, glaube ich, hier hoch, oder? Na. Da kann ich mich wieder aufregen, wenn er so solche Anstalten hier macht und nicht hochkommt. Aber hier scheint es irgendwie auch nicht richtig hochzugehen. Oder? Nachher taucht hier noch ein riesiger Gegner auf. Das wär's noch. Und ich bin unvorbereitet. Ah, das leckt mir gerade ziemlich stark ab hier. Das muss ich leider nochmal zwischenspeichern und... Ich sehe schon, es ist wohl nicht gewollt, dass man hier hochgeht, denn hier sieht's ziemlich leer aus. Das sieht gar nicht gut aus, wenn ich hier oben so rummarschiere. Ich verschwinde auch zwischendurch. Ja, ich werde einfach mal hier runter segeln, ein bisschen. So. Ja. Genau so eigentlich nicht, aber das ist jetzt schon rum. Ach Leute, was mache ich denn immer? Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Ich will nur den schwarzen Troll haben. Probieren wir es halt mal so. Irgendwie bin ich gerade echt so blöd, hier hochzukommen. Ich fasse es nicht. Ist alles zu abschüssig, man kommt hier einfach nicht hoch. Bestimmt ist der Weg wieder ganz simpel, aber ich blicke einfach nicht. Komm, sonst bist du auch immer der Klettermeister und jetzt geht gar nichts mehr. So wie im dritten Teil, wo man hier ganze Steilhänge hoch kann, einfach in Gothic 3. Das glaube ich nicht. Glaube ich, dass ich hier nicht hochkomme. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich gebe diese Folge auf und ich probiere das in der nächsten Folge einfach. Mit Glück sehen wir uns dann auch schon oben beim Troll. Und da ist auch nochmal einer, ich glaube sowieso, dass man von der Seite gar nicht so wirklich hochkommt, sondern eher von der anderen. Deswegen seht ihr mich entweder beim Troll später oder hier in der Brücke. Auf jeden Fall sage ich jetzt Tschüss.